Hallo und herzlich willkommen bei der Steinspinne. Heute präsentiere ich euch ein selbstgeschriebenes Gedicht. Die Grundzüge dieses Gedichts habe ich schon vor ungefähr 2 Jahren geschrieben, deshalb ist es noch nicht auf Corona angepasst. Dieses Gedicht trägt den Titel Der Gang. Ich stehe in einem Gang, sehe 24 Türen, die Wände entlang. Ich schaue nach und nacheinander in sie hinein und in jedem Raum will ich eine Zeit lang sein. Ich nehme mir, was ich darin finde, bis ich in den nächsten Raum verschwinde. Dort wiederholt sich dasselbe Spiel. Ich nehme und nehme in den Räumen so viel. Doch eigentlich will ich nur zur letzten Tür kommen, aber immer mehr werde ich von allem, was ich schon genommen, runter auf den Boden gedrückt. Zudem wird meine Zeitplanung zerpflückt von dem Stress, dem ich auf dem Gang ausgesetzt bin. Ich frage mich, wo ist denn da der Sinn? Pausenlos durch die Gegend zu rennen und so die letzte Ruhe zu verbrennen. Im Gang gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Dort fängt sogar ein eigener Markt an, überfüllt mit Menschen und Glühwein. Als ich das sehe, denke ich mir, oh nein. Im Gang gibt es so manches Lied und Feier, da bekomme ich auf Dauer das große Gereier. Und hab ich mich anfangs auf die letzte Tür gefreut, bin ich das alles schon bald leid. Nachdem ich 23 Türen überwunden, ist auch meine Freude komplett verschwunden. Im letzten Raum kommt mir dann alles zum Halse raus. Noch 3 Tage darin, dann ist alles aus. Der Gang versprach ein tolles Fest, doch es wurde überzelebriert, wodurch es seinen Zauber verliert. Und dies gibt der Adventszeit den Rest. Doch es ist Zeit, dass dieser Wahn endet und sich die Aufmerksamkeit dem zuwendet, worauf sich Weihnachten eigentlich begründet, auf das die Menschheit zum wahren Weihnachten zurückfindet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zugesehen haben und frohe Weihnachten.